Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Montag immer für viele ein schwieriger Tag. Das Wochenende hat man noch gut in Erinnerung. Vielleicht war es ein schönes und erholsames Wochenende. Da holt der Alltag wieder ein und die gleiche Mühle geht wieder los. Mühle ist immer schon so beim richtigen Thema. Wie komme ich denn raus aus der Mühle des Lebens, die mich zu zermahlen droht? Viele Menschen haben im Moment diese Problematiken, merken, irgendwas stimmt nicht, meinen, sie hätten irgendeinen Fehler oder die Umwelt hätte sich verändert oder. Aber es ist viel einfacher und ganz einfach zu verstehen. Dazu habe ich heute jemand im Studio, den kennen Sie bereits, aber die Reflexionen aus den Zusehern der Sendung hat mich einfach bewogen, die Nadja Hedden noch einmal einzuladen. Herzlich willkommen im Studio, Nadja. Guten Abend, Norbert. Guten Abend, liebe Zuschauer. Schön. Genau das ist ja heute so ein bisschen unser Thema. Viele Menschen fühlen sich im Moment so in der Mühle des Lebens zermahlen oder zerrieben. Viele kommen mit dem Leben nicht mehr zurecht. Mhm. Das heißt, sie fühlen sich überbelastet, sie fühlen sich in Anspruch genommen von anderen, sie sind nicht mehr in der Harmonie. Ja. Alle diese Dinge, Unruhe, würde ich jetzt mal so drüber sagen. Und da kommt vielleicht etwas auf uns zu, was wir selber so nicht erkennen. Du bist ja jemand, der in der Praxis Forum Rosal viele Menschen auf diesem Einstieg, sage ich mal, oder dem Weitergehen auf ihrem spirituellen Weg begleiten und viele Menschen, denen du auch Heilung bringst durch einfach Nichterkennen der Ursache ihrer Problematiken und vieles mehr. Vielleicht fasst du am besten mal zusammen. Erstens, wo ist deine Praxis? Wo? Die ist in Niederrohrdorf bei Baden. Das ist Viertelstunde von Zürich, 20 Kennt Minuten. Kennt jeder Niederrohrdorf, Zentrum der Welt? Nee, ist aber wirklich sehr zentral gelegen in der Schweiz. Also gut erreichbar mit dem Auto und mit dem ÖV auch. Niederrohrdorf, das ist doch da in der Nähe von Städten, wo der genau, Body. Genau, genau. Ach, da passt ja gut. Und wenn Sie dann bei Nadja waren, genau. Fahren Sie gleich noch zum Body und holen sich ein paar gute Kräuter. Sehr gut. Gut. Zu diesem Thema. Es wird ja viel, viel im Moment verändert. Wir haben eine ganz irre Zeit gerade. Wie stellst du das denn bei dir in der Praxis fest? Ja, ich stelle fest, dass wirklich viele Menschen jetzt an Thematiken stoßen, an Themen stoßen, wo sie, wie du schon gesagt hast, nicht mehr weiterkommen. Dass auch oft viel zu weit weg gesucht wird, weil sowohl die Problematik, also die Ursache wie die Lösung ist eigentlich meistens wirklich im nächsten Umfeld, auch bei sich selber, zu suchen und zu finden. Mhm. Und viele Menschen kommen dann, sei es mit beruflichen Beziehungsproblematiken, zu mir. Und dann stellt sich dann heraus, dass da viel mehr dahinter steckt, dass das oft Phänomene sind, die, bevor sie physisch in Form einer Krankheit oder Probleme auftauchen, halt von außen an sie herankommen. Also bevor es der Körper dann sagt, so stopp, jetzt habe ich vom Hören, warte aus, dir viele Hinweise geschickt, viele Menschen geschickt, du hast nicht hingesehen, jetzt gebe ich dir eine Krankheit. Oder jetzt kommt was, was im Körper gespeichert jetzt ist. Bremst dich dann das Universum und zwingt dich quasi hinzuschauen, hinzuhören, hinzuschauen, diese ganzen Dinge. Aber das ist ja nicht das Universum, sondern das bist du ja selber. Also das ist eigentlich ja das große Geheimnis im Prinzip. Mhm. Dass es eben nicht von außen kommt, sondern von innen. Oder ja, genau. Mhm. Jetzt war ja so der Grund unserer Sendung, dass ich Mails zur Kenntnis bekommen habe, wo Menschen bei dir waren, haben dich konsultiert, um Lösungen zu finden. Mhm. Die haben uns geschrieben und da war ja der Ansatz von einem Mensch, und jetzt gibt es noch was ganz Neues bei dir. Jetzt schauen wir uns vielleicht mal eine der Mails an, dass die Zuschauer ein bisschen besser verstehen, um was es eigentlich geht. Schön. Bitte die Regie mal einzublenden. Dankeschön. Also, die Mail habe ich am 25. April bekommen und da schreibt die Dame, kann ich sagen, und der Herr. Hallo Nadja, wir möchten uns zuerst nochmals bedanken für deine Hilfe. Ehrlich gesagt waren wir am Anfang ein wenig skeptisch, da es auf diesem Gebiet diverse Menschen gibt, die etwas versprechen und nicht halten und zum anderen, weil wir deine Methode der Energiearbeit nicht kannten. Doch wie hätte bei dir ein gutes Gefühl, welches sich bereits nach der ersten Sitzung bestätigte. Bevor wir auf dich gestoßen sind, waren wir vor allem von einer Unzufriedenheit und Ziellosigkeit begleitet. In einer Innenschau hast du die seelisch-geistige und physische Problematik sofort erkannt. Im Gespräch wurde über die Problematik gesprochen, um
sie zu verstehen. So haben wir auch viele neue Informationen über Karma, Aura und Energie erfahren. Und manchmal im ersten Moment einige Themen etwas komisch und fremd anhörten, zeigte sich später der Sinn von bestimmten Aussagen. Während der Behandlung mit Energie fühlten wir richtig die Energie im Körper fließen. Oder sich auch stauen. Dies äußerte sich mit einem Wärmegefühl, Brennen oder Ziehen an einigen Körperstellen. Die Heilenergie wurde gezielt geleitet und dadurch konnten seelische und sogar physische Probleme gelöst werden. So entspannte sich die Angst-Stress-Problematik von mir wesentlich und ich lernte einen neuen Umgang und Zugang zu mir. Das wirkte sich auch sehr positiv auf die Arbeit aus. Bei Barbara, die sich auch beruflich umorientieren wollte, sahst du in der Innenschau ihren unerfüllten Kinderwunsch. Der Arzt hatte uns mitgeteilt, dass eine Schwangerschaft schwierig werden könnte. Damit war das ihr zentrales Thema bei dir und du sagtest auch, dass dies in 2 Monaten bereits anders aussehen könnte. 2 Monate später war Barbara dann tatsächlich schwanger. Einige Zeit nach der Behandlung änderte sich die Ansicht auf bestimmte Probleme und man sah das Positive oder sogar eine Aufgabe an diesen Problemen. Weil die Erinnerungen an den göttlichen Ursprung gab uns Zuversicht und gleichzeitig auch neue Energie, welche uns bis heute begleitet. Wir sind froh, dass wir dich getroffen haben. Liebe Grüße, Barbara und Claudio, Namen von der Redaktion geändert. So, das war ja eine sehr umfangreiche Beschreibung des Erlebten. Aber jetzt haben wir so die 2 Thematiken, die wir am Anfang hatten. Das war auch so. Ist es im Moment eine Zeitqualität, dass viele Menschen gerade jetzt diese plötzliche Orientierungslosigkeit, Ziellosigkeit, plötzlich Unzufriedenheit, also alle möglichen Gefühlserlebnisse werden jetzt so hochgeschwemmt und sie lassen auch die Menschen nicht mehr los. Also es ist nicht, dass ich mal einen Tag schlecht drauf bin, am nächsten Tag ist wieder gut. Nein, wenn es einmal passiert ist, plötzlich bleibt es als Lebensbestandteil. Ja, das ist natürlich das Schicksalshafte, das da spricht, oder? Wir suchen ja immer nach unserer Lebensaufgabe und im Prinzip ging es ja darum, mal das, was man sich vorgenommen hat im Vorgeburtlichen, dass man das dann löst. Und wenn man selber halt vielleicht die Intuition noch nicht so besitzt oder nicht so auf sich hören will, dann kommen, wie ich schon gesagt habe, einleitend die Probleme von außen zu einem oder dann wird es sogar körperlich manifest. Und das ist natürlich, einerseits sind wir jetzt schon in einer Verstärkung drin, was kosmologisch abgeht, also mit den ganzen Energieveränderungen. Aber das ist ja nicht das heutige Thema, aber es ist auch so, dass die Menschen durch die Energieveränderungen sensitiver werden und einfach merken, ja, da gibt es noch was anderes wie nur das Schulmedizinische. Und das war bei diesem Paar, die aber getrennt zu mir kamen, jüngere Menschen, war das sehr eindrücklich zu sehen, weil beim Herrn, Claudio heißt er ja, war ja wirklich so, dass er kam aus Orientierungslosigkeit, aber das eben, ich muss vielleicht da anfangen, wenn man zu mir kommt, dann möchte ich eigentlich gar nichts wissen, außer den Namen und das Geburtsdatum der Menschen, weil ich eben so arbeite, dass ich versuche, möglichst ohne Einflüsse von niederen Ebenen, von Wünschen, Ängsten, Gefühlen, meinen Eindrücken und dem Gegenüber frei zu sein, gehe ich auf eine sehr hohe Stufe, wo ich von höherem Selbst zu höherem Selbst mit den Klienten arbeite. Also bedeutet, Menschen, die jetzt in dir eine Person sehen, die ihnen helfen kann, dich anrufen, einen Termin vereinbaren, einfach sagen, ich möchte kommen. Mein Name ist, ich sage jetzt mal Fritz Meier, ohne dass ich den Fritz Meier jetzt angreifen will. Bin geboren am XY 1900 so und so. Das reicht dir als Aussage? Ja. Wenn ich dann zu dir komme, wie muss ich mir denn so eine Behandlung, sage ich mal in Anführungszeichen, vorstellen? Ja, also eben jetzt zum Beispiel von diesem Claudio, da habe ich eine Innenschau gemacht und Resonanzanalyse. Also ich habe den Claudio in quasi einen geistigen Raum genommen, also ist er gekommen, wie wenn er zu mir in die Praxis käme. Und da haben wir uns quasi vom höherem Selbst zu höherem Selbst, also oberhalb der geistigen Ebene getroffen und unterhalten. Und das ist dann immer sehr interessant. In diesen ersten Momenten kriege ich ganz viele Eindrücke,
auch wenn es eher schwierige Themen wie Besetzungen sind beispielsweise. Aber dann ist eigentlich das Wichtige, dass ich dann mit ihm zusammen quasi in sein Buch des Lebens schaue. Und das Buch des Lebens ist ja ein Teil der Akasha, wo alles gespeichert ist. Also jetzt, wenn wir auf die Klienten bezogen schauen, eben das Ganze von Anbeginn seiner Inkarnation bis jetzt gespeichert ist, aber vor allem die positiven Dinge und dann eben auch die Dinge noch, die noch ungelöst sind. Weil sobald sie gelöst sind, also wenn da eine Heilung stattgefunden hat, dann sind die aus dem Buch des Lebens verschwunden. Das interessant. Ist, ja, und das ist dann auch eben das, was passiert, wenn wirklich Heilung, was ich auch ab und zu erlebe, also nicht nur ab und zu, aber das dann passieren kann, dass dann wirklich Spontanheilungen oder wirklich ganz erstaunliche Geschichten dann passieren. Schon im Moment, wo sie bei dir bei der Behandlung sind? Ja, also schon bevor sie bei mir sind, manchmal, genau. Es kommt einfach, und das ist auch halt das Essentielle, dass wir alle auf einem Weg sind. Und das ist auch eine Geschichte, dass man halt sich bewusst sein muss, das ist keine Wertung, das ist alles okay. Es geht um den Willen, also das Bemühen, die Einsicht, ja, ich bin Seele-Geist-Wesen in einem physischen Leib und ich bin auf dem Weg. Und da sehe ich dann eben auch in dieser Innenschau, sehe ich dann auch, wenn es notwendig ist, auf welcher Seelenebene ist dann dieser Mensch? Weil das hilft mir dann, wenn es ganz schwierige Geschichten sind, wo der Klient in einer gewissen Hoffnungslosigkeit ist, dass ich, dass ich ihn begleite und auch aushalten kann. Weil ich gehe ja nicht mit meinem Willen rein und sage jetzt, ja, der Claudio muss jetzt gesund werden. Du musst jetzt. Genau. Und da habe ich eben dann mit dem Claudio in die Akasha geschaut und dann wird mir eben das gezeigt, weswegen er zu mir geführt wird. Und das kann dann gut sein, dass ein Klient bei mir sitzt und sagt, ja, ich komme wegen dem Job, und dann muss ich dann schon mal lachen. Und ich hatte kürzlich eine Klientin, das habe ich gesehen in der Innenschau, es geht ums Thema Liebe und Beziehung. Und sie sagte dann, ja, es geht aber eigentlich bei mir, also sagen Sie ja nichts über Liebe und Beziehung, ich will wissen, soll ich den Job behalten oder nicht. Und da musste ich dann schon mit ihr ein ernstes Wort sprechen und habe ihr dann noch gesagt, auf ihrem T-Shirt stehe dann übrigens ganz groß Liebe. Also es war eigentlich ihr Thema jetzt, genau, aber... Versteht ihr so, die Menschen reflektieren das, aber es ist ja so eine menschliche Eigenart, wenn wir was nicht gerne anschauen wollen, dann schieben wir das so weg. Der Mensch ist ja ein Verdrängungsphänomen. Ja, genau. Also dann sehe ich dann eben die Geschichten von der höheren Warte, wo das höhere Selbst dann sagt, das will ich ja lösen in diesem Leben. Und dann schreibe ich mir das auch alles auf, das ist ein Teil. Der andere Teil ist, dass ich dann eben von Inkarnation zu Inkarnation geführt werde, die eben relevant sind. Und dann spüre ich bei mir auch im Körper, wo was sitzt. Also ich spüre Blockaden, energetische Blockaden bis hin zu physischen Geschichten. Das fühlt sich dann auch anders an, kann ich das recht gut unterscheiden. Und das schreibe ich mir alles auf, und wenn dann jemand noch Bachblüten will, dann mache ich gerade gleichzeitig noch die Austestung, das geht dann in einem grad, und dann gehe ich eben auch nicht mental rein und denke, ja, der Claudio braucht jetzt diese und diese Blüte, sondern das wird mir gezeigt. Und das setze ich dann in einem späteren Zeitpunkt dann mit meinen Beobachtungen in Verbindung. Das ist die Innenschau bzw. und Reflexionsanalyse gepaart dann je nachdem mit Bachblüten. Und dann kommt der Klient zu mir und dann schauen wir das an. Ah, Moment mal. Das heißt, das, was du eben alles gesagt hast, diese ganze Arbeit, machst du schon, bevor der Patient oder Klient überhaupt zu dir kommt? Das wäre auch langweilig für ihn. Also einerseits dauert das schon etwa so 20 Minuten. Das ist eine recht intensive Geschichte. Und andererseits möchte ich eben wirklich frei sein von jeglichen Einflüssen. Aha, und wenn er schon vor dir sitzt, dann sagen ja die meisten Leute was, klar, jeder will sich haben ja mitteilen. Haben Fragen und die werden dann schon auch beantwortet, oder die Fragen. Ja. So ist das nicht, aber es kommt dann keine Wünsche, Ängste, Befürchtungen rein. Also es ist energetisch wirklich auf einer Ebene, wo eben nicht Ego gesteuert ist. Okay. Und für mich ist es auch gut, weil ich komme nicht in die Wertung, oder? Dann ich analysiere dann nicht gleich auf einer Ego-Ebene, sondern ich lasse auch los. Also es ist wirklich so, dass das sehr freilassend ist. Du bist ja ganz unbedarft. Du hast weder ein Bild von dem Menschen,
noch hörst du seine Stimme, noch kennst du seine Geschichte. Genau. Das ist dann eine große Herausforderung, wenn Klienten kommen, die ich kenne. Und wie das glaube ich, das ist dann schwieriger, ne? Genau. Hat mir eine eigene Verbindung dazu, dann gehe ich schon. Wenn dann so jemand kommt, ist es schon passiert, dass du gesagt hast, wui, jetzt bin ich aber komplett daneben gelegen. Gibt's das? Nein. Habe ich so jetzt noch Wenn du zur geistigen Ebene bist, kann es eigentlich Geld geben. Weil ja, gut, also ich bin sehr kritisch. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr kritisch bin. Mhm. Und da hilft mir die geistige Welt zum Glück auch immer, wenn ich dann reflektiere. Aber ich muss immer wieder sagen, das tiefe Vertrauen, das ich in mir habe, auf das kann ich mich verlassen. Aber wenn dann eben ein Klient bei mir sitzt, dem sage ich dann nicht alles ungeschminkt. Das geht gar nicht. Weil ich diese Bilder, die ich sehe, die sind zum Teil wirklich deftig, da sehe ich ja eben nicht die schönen, tollen Inkarnationen und es sind wirklich die schwierigen Momente. Meist sind es die Momente, wo jemand auf der Flucht war und dann sterben musste und wie er gestorben ist und was da passiert ist, auch im Nachtodischen. Also es sind wirklich zum Teil heftige Geschichten, sei es Opfer- oder Tätergeschichten. Ja, da möchte ich nochmal einhaken für die Zuschauer. Wir wissen das ja, dieses Thema Reinkarnation. Leider wird es heute noch, es ist ein bisschen verrückt sich schon, aber die klassische Kirche geht immer noch davon aus, dass es das nicht gibt. Also wir kommen hier einmal her, davor haben wir nichts und danach gibt es auch nichts mehr, außer Himmel und Hölle, nach deren Definition. Wir wissen natürlich durch viele, viele Tausende von Menschen, die das veröffentlicht haben und wenn Sie sich erinnern an meinen Sendungen, ich habe Ihnen vor kurzem, habe ich Ihnen vorgestellt, mittlerweile habe ich 30 andere Meldungen gekriegt, dass immer mehr Kinder auf die Welt kommen, die aus ihrem vergangenen Leben berichten und die Sendung gesehen haben, erinnern sich, der Junge aus Israel, der seine Verwandten, nachdem er sprechen konnte und alles, an den Ort geführt hat, wo er erschlagen wurde, man hat die eingebuddelte Leiche gefunden und er konnte den identifizieren, der ihn umgebracht hat und die Mordwaffe konnte man auch noch finden. Genau. Also extrem, ganz extrem, was da passiert. Wir können uns nicht verschließen vor dem Thema Reinkarnation. Das heißt, wenn wir auf die Erde kommen, trägt jeder sein Päckchen mit. Genau, aber das Päckchen, das dient ja dazu, unsere Seele quasi immer leichter und leichter zu machen. Hm. Beziehungsweise, wenn ich eben in die Akasha schaue, geht es eben nicht darum, Neugierdefragen zu bestätigen, war ich mal der oder die, sondern es geht darum, eben die Seele zu erheben und den ganzen Menschen quasi, dass er sich wieder daran erinnert, ja, ich bin ein Seele-Geist-Wesen in einem physischen Leib und deswegen versuche ich auch dann in der Sitzung, dass immer sehr ein intensives Gespräch ist, wo es im Dialog läuft, zu schauen, wo sind Berührungspunkte. Also es geht darum herauszufinden, wo ist der rote Faden, was kommt immer wieder als Thema, wo sind die Schwierigkeiten und das geht dann auch über das Körperliche. Und bei dem Claudio war es ja dann auch so, dass wir dann auch eine Heilbehandlung gemacht haben und ich habe bei ihm sehr schwierige Inkarnation gesehen, die konnte ich nicht ansprechen, also die Todesart, weil das war sehr, sehr schwierig. Aber ich habe am Körper habe ich Punkte, also ich habe das gespürt, wo das ansetzte und auch gesehen. Und als ich ihn dann behandelte an diesen Punkten, hat es bei ihm diese Stressreaktion ausgelöst, die er hatte, wenn er in Ängsten war, die er sehr oft hatte. Und nach diesen Behandlungen wurde das deutlich besser. Also das hat sich dann zusammen mit Übungen, die ich ihm noch gegeben habe, mit den Bachblüten wesentlich verbessert. Das war jetzt beim Claudio beispielsweise die Geschichte. Du hast mir vorher was erzählt in unserem Vorgespräch, was auch so eindrücklich war. Du hast von einer Klientin erzählt, natürlich klar, ohne jegliche Namen zu nennen und so, das wäre nicht statthaft, die mit einer Behinderung am Knie. Also, ja, aber die kam, die hat mich in der Sendung gesehen und die hat, da wusste ich eben auch nichts, als sie sich angemeldet hat, da habe ich eine ganz, ganz schwierige Inkarnation gesehen, unter anderem mit einer Beinproblematik, Knieproblematik und ich kann das jetzt auch nicht erzählen, weil ich habe es ihr ja auch nicht erzählt, aber die Geschichte war so, dass sie auf einmal wie jemand eine posttraumatische Belastungsstörung hat, also einen Schock hat. Sie hat einfach ein Wort gehört und ist dann erstarrt, konnte sich kaum mehr bewegen und konnte auch dann kaum das Haus verlassen, war auch in psychiatrischer Behandlung deswegen und dann kam sie unter großer Mühe zu mir. Und ich habe dann eben in der Innenschau habe ich Geschichten gesehen, die das wirklich sehr heftig war. Und das ist dann eben der Missing Link, das haben wir noch verpasst vorhin. Das absolut Spannende oder auch
absolut Berührende ist, dass es eben die ganzen Informationen nicht braucht. Das Wesentliche ist eben, dass man sich erinnert und auch schon die Ansprache von höherem Selbst zu höherem Selbst, das löst ganz viel aus. Also diese Dame, die, da haben wir über verschiedene Inkarnationen sprechen können, aber über die Wesentliche, da konnte ich nur ansatzweise was andeuten. Und die kam dann ein zweites Mal und völlig gelöst und glücklich und sagte, ihr Leben hat sich komplett geändert. Sie können wieder aus dem Haus, sie können ihren Mann besuchen gehen. Und das Relevante war, sie hatte plötzlich eine Intuition, was sie machen könne, um sich wohler unter den Menschen zu fühlen. Und das war eigentlich genau das, was bei ihr eben dann diese Löschung in der Akasha im Lebensbuch bewirkte. Also, und ohne dass ich ihr gesagt habe, ja, liebe Frau Müller, sage ich jetzt mal, Sie müssen vergeben. Sie müssen die Menschen um Verzeihung bitten, also um Vergebung bitten. Und sie hat selber, hat sie aus sich heraus intuitiv, also vom Hören selbst her, das greifen können. Und das ist dann eben das, wenn man in diese Akasha schaut gemeinsam, dann fließt die Energie ganz anders. Mhm. Und diese Energie, das ist die Lebensenergie, das ist die, die haben wir nahe beim Körper. Und diese Lebensenergie formt unseren Körper und dementsprechend sind dann eben die Schicksalsschläge auch im Körper gespeichert und treten dann oftmals in Form von Krankheiten auf. Bevor wir zu unserer zweiten Mail kommen, die auch sehr spannend ist, also das war jetzt für mich so das klassische Beispiel, wie jemand ein ganzes Leben, und die Dame war, glaube ich, schon ein bisschen älter, also sie quält sich ein ganzes Leben rum, bis sie den Weg wählt, eigentlich mal hinzuschauen. Das ist ganz plötzlich aufgetreten. Ja, also es war nicht ein ganzes Leben, es war eine Zeitspanne. Von, aber dieses Kniethema? Ja, beispielsweise. Und das sind solche Sachen, die dann passieren. Also dass dann wirklich ganz schnell, relativ schnell Heilungsgeschichten laufen. Das andere Geschichte jetzt da bei diesem Paar war eben die Barbara. Die kam auch zu mir wegen beruflichen Problemen, hat sie mir dann gesagt, als sie bei mir saß in der Innenschau, habe ich dann aber gesehen, dass bei ihr, also richtig physisch habe ich das gesehen, dass also die Eileiter nicht richtig im Körper liegen. Okay. Und ich habe sie dann darauf angesprochen und dann hat sie gesagt, ja eben genau, sie hat bei mir nicht gerade gesagt, das mit dem Kinderwunsch, weil sie das wusste, das ist schwierig. Das ist schwierig und deswegen war das nicht im Vordergrund. Sie dachte, ja, sie müsse sich beruflich neu orientieren, weil Kinder zu kriegen, das ist jetzt nicht im Vordergrund, weil sie eben Probleme hatte. Und ich habe aber gesehen, eben habe ich sie dann darauf angesprochen und dann sagt sie, ja genau, sie habe eine, die liegen nicht richtig, die Eileiter, und es sei höchst also schwierig für sie, schwanger zu werden. Sie versuchen es schon länger. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, schauen wir mal so in 2 Monaten. Und dann habe ich mit ihr auch die ganze Innenschau besprochen und Bachblüten und dann auch Heilbehandlung gemacht. Und dann wirklich bei den Eileitern ist sehr viel Heilenergie geflossen. Und nach 2 Monaten kam sie und war schwanger. Auch da muss ich gerade noch mal was einfügen für die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie das Wort Heilbehandlung hören, dann ist das keine Behandlung, die mit einer ärztlichen oder medizinischen Behandlung vergleichbar ist. Auch das macht die Nadja Hedde nicht. Nee. Hier geht es um energetische Thematiken und feinstoffliche Thematiken. Nein. Auch gibt es kein Heilversprechen und keine Heilgarantie. Nein. Gibt es alles nicht, ich will es nur noch mal immer betonen, weil da manche Menschen vielleicht etwas Falsches verstehen. Nein, ist es nicht. Hier ist es genau das Pendant zu dem, was klassische Medizin anbietet. Hier geht es in die geistigen Ebenen hinein, weil, der Meinung bin ich auch, unser System von unserer geistigen Ebene gesteuert wird und alles Körperliche nur Resonanz ist. Also wenn ich da nicht drauf achte im Geist, buff, macht plötzlich mein Körper es mir und zeigt mir, hallo, guck jetzt endlich hin, da stimmt was nicht. Genau, und das Relevante bei ihr war auch, dass sie eben wieder sich an gewisse Sachen erinnerte, also auch an ihren Ursprung, an ihre Anbindung. Sie spürte sich auf einmal völlig anders. Und eben diese Heilbehandlungen, das ist nicht das klassische Handauflegen. Ich arbeite mit und ohne Berührung.
Und das ist ganz unterschiedlich. Also da sehe ich einfach, spüre ich direkt, wo sitzt was. Und da komme ich dann noch auf eine andere Rückmeldung, glaube ich. Da, also bis hin, dass das Geistchirurgie nennt man das. Also ich habe das ja nie so gelernt, aber das kann natürlich auch ein Teil davon sein. Aber das sein. Ist ja, ja, du bist ja für mich so der personifizierte Beweis von den ja. Thematiken. Es geht in dieser feinstofflichen Thematik nicht darum, es zu lernen. Also es gibt keine Schule der feinstofflichen Heilbehandlung, wird es auch nie geben, weil nicht jeder Mensch kann das auch, muss man auch sagen. Jeder kommt mit seinen Fähigkeiten und seinen Talenten auf diesen Planeten. Und die Menschen, die achtsam sind und es verstehen, die bilden irgendwann ihre Fähigkeit aus. Und wie gesagt, liebe Zuschauer, es gibt Menschen, habe ich selbst schon hier mit diesen Augen gesehen, der ist hingegangen, da saß jemand, der im Rollstuhl saß, hat ihm die Hand auf die Stirn gelegt, 5 Minuten wortlos, die Augen geschlossen, nichts, ist die Hand weg und hat gesagt, stehe auf und gehe. Es war nicht Jesus, würden es viele denken, nein, es war ein Heiler, nicht in Europa, im Ausland. Der Mann stand auf und ging. Und danach haben alle Stein und Bein geschworen, dass er durch einen Unfall im Rückgrat irgendwas, hat er irgendwie einen Schlag gekriegt und konnte die Beine nicht mehr bewegen. Also wir wissen, dass diese Dinge möglich sind. Genau. Wir wissen, Spontanheilungen, da gibt es sogar schon wissenschaftliche Erhebungen drüber, sind möglich. Und es geht einfach dafür, uns Menschen anzuerkennen, dass diese feinstofflichen Ebenen genauso zu unserem Leben gehören oder viel mehr zu unserem Leben gehören als eigentlich das Grobstoffliche. Genau. Und eben eng mit dem Schicksal. Also das Schicksal, die Schicksalsfrage ist wirklich das Essentielle. Genau. Also dass man sich einerseits daran erinnert, von wo man kommt. Also man muss eben nicht die exakten Erinnerungen haben, es braucht die nicht. Aber es ist ein Teil davon, dass man eben sich als Geistseelewesen in einem physischen Leib mit einer Aufgabe natürlich betrachtet. Also das ist schon wichtig, genau. Das ist ja die Grundthematik. Würden die Menschen alles in dieser Richtung betrachten, würden sie zuerst in ihre feinstofflichen Ebenen gehen, wenn irgendwo der Schmerz auftaucht und würden überlegen, wieso tut mir plötzlich mein Fuß, mein Bein, mein Rücken, mein Arm, was auch immer weh? Obwohl, ich sage jetzt immer, natürlich, wenn ich jetzt plötzlich nie Gartenarbeit mache und gehe jetzt am Samstagmorgen in den Garten und grabe einen ganzen Acker um, ist klar, dass mir abends alles weh tut. Das ist Überbelastung, das meinen wir nicht. Wir meinen die Situation, wenn Sie ganz normal Ihren Lebensrhythmus machen, wie immer, und plötzlich taucht ein Schmerz auf. Genau. Dann muss das einen Hintergrund haben und der muss nicht an der Stelle liegen, wo der Schmerz auftaucht. Ja. Weil ich sage immer ein paar Namen, Hammer oder die Anthony Pepler, da gibt es viele Bücher, die es schon definieren, dass der Schmerz am Knie nicht die Ursache im Knie hat, sondern wo ganz anders. Und dazu gibt es Menschen wie die Nadja Hedden, die das rausfinden können, ganz einfach, weil sie die Fähigkeit dazu haben. Gleich nach der Werbepause kündigen wir noch die Termine an, wo Sie Nadja sehen können und noch einen Gast. Ja, bis gleich. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline morgens von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück bei Time to Do. Heute bei mir im Studio zu Gast Nadja Hedden. Nadja hat eine Praxis in Niederrohrdorf in der Nähe von Zürich. Dort können Sie mit ihr Termine vereinbaren oder Sie treffen die Nadja auf eine ihrer Veranstaltungen. Bevor wir das vergessen, wollen wir das noch geschwind einfügen. Ja. Du hast jetzt in der nächsten Zeit zwei, glaube ich, öffentliche Sachen, wo man dich sehen kann und auch mit dir sprechen, Termine vereinbaren. Genau. Also morgen bin ich am 28. April bin ich in Bern in der Quelle und habe den spirituellen Abend, den ich immer unter einem anderen Thema gestalte. Fängt und an wann? Um 19 Uhr. Da müsste man sich anmelden, direkt über die Quelle-Webseite oder über meine Webseite, Telefonnummer. Oder über die Telefonnummer, genau für die Zuschauer, die kein Internet haben. Wir öffnen die Tür um 6:45 und um 7 fangen wir an. Und das Thema ist dann die Liebe. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil werde ich dann eine Heilmeditation und Heilenergieübertragung machen. Also der Abend geht etwa 2 Stunden.
Und dann bin ich Ende Monat, also Ende Mai besser gesagt, bin ich in der Botti-Gärtnerei, die wir schon genannt haben. Da werden neue Gartengespräche veranstaltet und da werde ich auch als Referentin teilnehmen. Und da kann man mich auch treffen und mit mir sprechen und diskutieren. Das hört sich ganz gut an, vor allen Dingen ein tolles Ambiente. Ja, genau. Und ist wann? Am? Es ist der 8. oder 29., also der letzte Freitag im Mai. Genau. Bottis Kräutergarten, vielleicht gleich mal die ganze Familie mitnehmen. Gibt es wirklich tolle Sachen immer und der Botti macht doch immer Kräuterführung. Ja, das macht er auch an dem Abend. Sie fangen eine Kräuterführung an und mit Getränken und so weiter. Das ist ganz eine schöne Geschichte. Und eine tolle Location. Genau, also bei mir auf der Webseite findet man den Link zu der Veranstaltung. Und morgen Abend Quelle in Bern, wie gesagt, anmelden über Telefonnummer. Genau. Oder über die Webseite. Genau, natürlich. Also bitte nicht spontan kommen, weil die Platzzahl ist begrenzt. Ja, okay. Genau. Haben wir gehört. Jetzt, liebe Zuschauer, haben wir den Daniel Isler in der Leitung. Auch jemand, der irgendwann zur Nadja gekommen ist. Aber bevor ich viel erzähle, wollen wir ihn einfach mal selbst fragen. Jetzt muss ich mal nachfragen. Habe ich ihn in der Leitung? Hallo, Daniel? Ja, guten Abend, Norbert. Ich höre dich wunderbar. Hallo, guten Abend, Daniel. Hallo. Daniel, du warst auch irgendwann mal bei der Nadja und hast sie konsultiert. Erstmal würde ich gerne wissen, wie bist du überhaupt auf sie gekommen? Ja, das war über eine gemeinsame Freundin von uns. Die hat gesagt, dass eben eine Bekannte von ihr an der Lebenskraft einen Stand hat und da vielleicht noch Hilfe gebrauchen könnte beim Hochtragen der Dinge und Einrichten des Stands. Und mich hat das gleich angesprochen, habe gedacht, so kann ich vielleicht gleich Nadja kennenlernen und so war es dann auch. Darf ich dich fragen, welche Thematik für dich anstand, die du mit der Nadja erklären wolltest? Ja, ich habe schon seit Jahrzehnten an sich, hatte ich früher Migräne, sehr starkes Kopfweh, kennt man ja, das ging dann mit der Zeit etwas weg, aber der Druck im Kopf, der blieb. Und der war konstant da, manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich habe es mit allen Möglichkeiten, ich habe schon einiges versucht in der Zwischenzeit, der blieb. Und das war so das Hauptthema dann bei Nadja. Und diese Thematik Kopfschmerzen, jetzt sage ich mal einfach so aus dem Bauch raus, warum bist du nicht zum Arzt gegangen? Ja, das habe ich schon vor 20 Jahren dann begraben. Ja, ich hatte aufgrund einer Blockade im Rücken, habe ich gemerkt, dass da die Schulmedizin offenbar mir nicht weiterhelfen kann und bin da auf die Kinesiologie gestoßen. Und von da an habe ich gesehen, ja, das führt weiter und habe mich damit selbst befasst und dann verschiedene Dinge kennengelernt und gesehen, was an Alternativen da ist, die funktionieren. Darf ich dich fragen, was du noch gemacht hast, bis du zur Nadja gegangen bist? Welche Möglichkeiten du versucht hast da oder genutzt hast? Also ich habe dann von der Kinesiologie selber für mich so die Essenz rausgeholt und das hat auch sehr gut funktioniert bei vielen. Ein wenig Bachblüten noch. Vor einem Jahr dann bin ich auf ein Informationsfeldsystem gestoßen. Das sind so die Hauptpunkte. Informationsfeldsystem. Okay. Ist zufällig eines aus der Schweiz? Deutschland. Aber gibt es auch in der Schweiz? Ja, geben tut es auch in der Schweiz. Ja. Okay. Ja, ich meine, da haben wir eine Sendung, wir wollen jetzt keine Schleichwerbung betreiben, aber wenn jemand darüber was wissen will, kann er sich gerne mit dir in Verbindung setzen. Sehr gerne, ja. Über dieses Thema Informationsfeld, auch vielleicht dort drei Sätze dazu. Das ist ein System, viele kennen das auch unter morphologischen Feldern. Das heißt, über ein System werden Informationen zielgenau über Tausende von Kilometern an einen Empfänger übertragen und die sind so strukturiert, dass sie auch nur für den Empfänger zutreffend sind. Also die werden natürlich weiter ausgerollt, aber nur der Empfänger kann was damit anfangen. Ganz interessant, ganz, ganz irre Methode. Möchte aber jetzt näher darauf eingehen, es geht ja um die Nadja. Daniel, als du bei der Nadja warst, wie war die Behandlung für dich? Welchen Eindruck hattest du denn beim ersten Besuch? Ja, das war für mich an sich irgendwie speziell, weil die Behandlung, die hat schon vorher stattgefunden. Das habe ich aber dann erst beim Termin bei Nadja herausgefunden. Also ich hatte den Termin am Montag
Und am Wochenende davor, am Samstag, Laufe des Tages, hat es begonnen, dass die Kopfschmerzen sich oder der Druck im Kopf sehr stark verdichtet haben. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Und das hat sich gesteigert bis Sonntagmorgen. Und auf einmal hat es so wie einen Klick im Kopf gegeben. Und von da an hat es wieder gelöst. Das heißt, und einfach die Migräne war seitdem nicht mehr da? Ja, ja, also die Migräne, die war schon vorher weg, das kam mit dem Informationsfeldsystem, aber der Druck im Kopf, der blieb. Okay. Und von da an hat es gelöst, auch anhaltend, und am Montag dann hat mir Nadja gesagt, ja, sie war am Wochenende, also bei mir drin, hat die Bilder gesehen und eben entsprechend da mir... Und war dann überhaupt noch eine persönliche Konsultation notwendig? Ja, als ich dann Nadja gegenüber saß und sie mir erzählt hat, welche Bilder sie gesehen hat, was sie gemacht hat dort, da ging schon nochmal was ab. Also da hat mich schon nochmal etwas geschüttelt und ich habe gemerkt, da passiert jetzt was. Also es sind auch innere Themen, es sind Themen, die dich auf deinem persönlichen Weg betreffen, die vielleicht deine Vergangenheit auch weit vor deiner Geburt betreffen. Waren das so die Thematiken, die auch da mit ins Spiel kamen? Ja, es waren Bilder, die mir verstehen halfen, was bei mir, wo es klemmt. Also und weshalb. Wow, okay. Ja. Wenn ich jetzt zum Ende kurz gehe und sage, wie viele Behandlungen hast du gemacht bei der Nadja? Ich war nur einmal da. Das war im Zusammenhang oder im Abtausch mit dieser Unterstützung bei der Lebenskraft. Mhm. Ich bin eben einerseits arbeite ich intensiv da mit meinem System, andererseits bin ich woanders auch dran, noch eine spirituelle Ausbildung. Und das ist dann nicht der Grund, weshalb ich nicht das jetzt fortgeführt habe. Ich bin da schon ziemlich okay. Das abgedeckt. Heißt, ich nach dieser Behandlung war der Druck im Kopf weg und du konntest noch ein paar Dinge lösen, die in dir verborgen, sage ich einmal, waren, die mit Hilfe der Nadja gelöst werden konnten. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so sagen, ja. Heute, wie bezeichnest du deinen Zustand heute? Ja, ich fühle mich, auf Schweizerdeutsch würde man sagen, völlig wohl. Also es ist wirklich anhaltend, abnehmend war der Druck und eigentlich heute ist schon fast, ist fast alles weg. Wunderbar. Dann danke ich dir. Herzlichen Dank, Daniel. Ja, für die, dass wir dich anrufen durften. Alles, alles Gute in der Zukunft. Und wie gesagt, für die Zuschauer, die Nummer, die eingeblendet war von Daniel Isen, die können Sie gerne, wenn Sie über das Informationssystem was wissen wollen, ihn anrufen. Haben wir auch vorher geklärt. Ansonsten ganz herzlichen Dank, Daniel, und alles Gute. Ich danke. Gleichfalls. Danke. Tschüss. Danke. Ade. So. Jetzt hatten wir ja wieder so eine Thematik, die immer ist. Ich meine, er hat jetzt gesagt, er hatte Kopfschmerzen. Und ich meine, glaube ich, Kopfschmerzen und Migräne, da könnten wir jetzt gleich 100.000 Patienten wahrscheinlich hier hinstellen. Mhm. Ist wahnsinnig verbreitet, auch im Momenttheorie das oft. Mhm. Und dann Druck im Kopf. Ja. Auch das sagen mir immer wieder Leute, sie haben so einen komischen Druck im Kopf. Ja. Ist das auch so eine Geschichte? Es fängt sich an, was zu bewegen, aber du kannst nicht damit umgehen? Ja, natürlich auch. Also das sehe ich dann schon auch, wenn zu viel Druck im Kopf ist. Oftmals liegt es auch daran, dass gewisse Zentren schon offen sind und andere nicht. Und dass man gewisse Themen, die sich dann wie stauen, sei es energetisch, aber eben auch Geschichten, die sich stauen, die nach vorne wollen. Und bei Daniel war es ja auch so, dass er ja auch kam, weil er nicht so wusste, wie beruflich es noch weitergehen sollte. Und das alles hat wirklich bei ihm ein größeres Selbstvertrauen gegeben. Es hat eine Lösung, also es floss dann auch besser, danke. Bis hin, dass er auch mehr Vertrauen eben in sich gefunden hat und in seine Spiritualität. Weil das war, das habe ich mit ihm auch vorbesprochen, dass ich das sagen darf, das war eine Geschichte, die hier wirklich eine Enge auslöste, die damit zusammenhing, dass er aufgrund eines schwierigen Erlebnisses in einem früheren Leben hat er gefunden, ja, oder zwei aufeinanderfolgenden, dass das nicht der richtige Weg ist. Und dann hat er sich wie zurückorientiert und ist quasi wieder, hat er wieder was Altes angenommen, was aber nicht mehr zu ihm gehören würde, weil er schon viel weiter war, seelisch-geistig.
Und dieses Alte war auch etwas, was er jetzt entlernen muss, dass er eben keine Technomagie eigentlich brauchen würde, weil er eine sehr hohe Anbindung hat. Also es war sehr vielschichtig und das ist auch sehr berührend, wie schnell das gewirkt hat also bei ihm. Also spannend war ja da jetzt dran, dass auch Menschen, die bereits ihre Spiritualität entdeckt haben, aber genau in die Situation kommen, plötzlich sind Zugänge schon offen, wie du gerade sagtest, andere nicht. Und dann habe ich so, ein anderer Gast hat vor kurzem gesagt, wir müssen gucken, dass die Menschen aus dem rauskommen. Ja, das ist ja, da kommen wir ja dann auf die spirituelle Lebensschule, die wir noch vorstellen. Das ist sicher ein zentraler Punkt auch dort drin. Aber das Problem ist eben, dass er dann wie die Orientierung verloren hat, oder? Durch einen starken Schmerz, also zwei sehr, sehr eindringliche Reinkarnationserfahrungen. Die eine war auch interessant, hat er so einen Druck auf der Brust, der hat ihm wieder Atem genommen, das habe ich gespürt und gesehen, weswegen. Das habe ich ja nicht gewusst vorher, hat er gesagt, ja, da war er schon oft beim Arzt. Das war mal ein großes Thema in seinem Leben. Das hing dann alles mit dem zusammen. Also, dass er sich quasi was wieder angezogen hat aus diesen riesen Enttäuschungen und Schockerlebnissen. Und das behindert ihn jetzt, weil er quasi nicht mehr an seinen Faden anknüpfen konnte. Und jetzt läuft es. Also jetzt läuft es bei ihm auch beruflich ganz anders und hat andere Perspektiven. Und wenn du nicht frei bist, weißt, kannst du nicht agieren, dann bist du immer wie mit Fesseln. Und das ist eben das, die Leute wollen, ich habe viele Menschen, die kommen und sagen, ja, ich weiß nicht, wohin mein Weg geht, ich spüre, was kommt, ich möchte auch gerne heilen oder in so eine Geschichte. Und dann muss ich dann halt schon sagen, ja, das mit dieser Berufung ist auch nicht so einfach, weil zuerst muss man das Karmische lösen, was man sich auferlegte für dieses Leben und dann kann dann die Berufung kommen. Weil, und das geht dann zum Teil recht heftig. Also wenn man Heilerbiografien anschaut, also von Menschen, die heilend tätig sind, die erzählen oft, dass es sehr, sehr schwierig war, auch in der Kindheit, Jugend und so weiter, weil eben all das Karma gelöst werden möchte, ja, bevor man dann weitergehen kann. Also erst mal den Stall aufräumen, bevor man die neuen Viecher reinstellt. Ja, genau. Genau. Und das ist schon wichtig. Ja. Das ist eben auch das, was früher in früheren Kulturen sogenannte Einweihungen gegeben wurden. Wusste man eigentlich, dass diese Schüler, diese Geistesschüler, zuerst auch an sich arbeiten müssen. Also es ist ein Gang in die eigene Unterwelt, in das Unbewusste, damit man auch höher steigen kann. Also es geht ja meistens beides parallel. Es ist ja nicht immer so schön gleichmäßig verteilt, aber der Abstieg in die Unterwelt ist sehr, sehr wichtig. Und da begleite ich sehr viele Menschen dabei, die dann auch, das sehe ich ja auch, dann wirklich die Seelenleiter, Seelenstufen hochlaufen, hochgehen können. Und die andere Ebene ist eben, ja, jetzt öffnen sich da Welten und wo bin ich da eigentlich? Und was heißt das eigentlich? Und da gibt es allerhand, was man halt beachten sollte, dass man diesen Weg gesundend gehen kann, also das und kraftvoll gehen kann, dass es eben nicht wieder sich Karma auflädt oder wie auch immer, oder halt dann eben fehlgeleitete Einweihungen gibt es noch und nöcher, also im Moment eben immer stärker. Von dem haben wir noch gar nicht so gesprochen, dass eben dann Menschen, dann wird dann erzählt, sie haben psychische Erkrankungen landläufig, ja, werden da Diagnosen gestellt, aber eigentlich sind es oftmals fehlgeleitete Einweihungen, dass sie eben Einsichten hatten in Ebenen und dann nicht umgehen können damit. Und ich glaube, da liegt auch eine große Gefahr. Ich habe vor kurzem etwas bekommen, wo jemand mir geschrieben hat, dass in den ganzen Irrenhäusern, sage ich jetzt mal, heißt glaube ich richtig, Nervenheilanstalt oder wie heißt es? Psychiatrische Klinik oder so irgendwas. Genau. Ja, will da niemand zu nahe treten, wissen Sie. Auf jeden Fall, der sagt, dass er so schätzt, dass auch bei Besuchen die Reflexion, dass ein Drittel der Menschen da nicht reingehören, sagt er. Die sind nicht verrückt im eigentlichen Sinn. Die haben auch weder Schizophrenie noch paranoide Vorstellungen, sondern ihnen wurden Kanäle geöffnet und mit dem Wissen sind sie nicht zurechtgekommen. Genau. Weil wir zu wenig spirituelle Lehrer haben. Das habe ich schon oft gehört. Und die es gibt, die werden meistens verschrien und in der Öffentlichkeit als, was weiß ich, Hokuspokus dargestellt. Und dann hat so ein Normalmensch, sage ich immer, natürlich schwierig, weißt, wenn in der Öffentlichkeit der spirituelle Lehrer als Spinner hingestellt wird, dann sich zu überwinden aus einer
konditionierten klassischen Gesellschaft herauszugehen und sagen, ich gehe da jetzt trotzdem hin, weil ich meine, der oder die können mir helfen. Genau. Und es ist eben auch zeitgemäß, dass es eben nicht mehr irgend quasi sektenmäßig organisiert ist, sondern dass es ganz freilassend ist. Dass man eben ein Stück Weg bei Wegbegleitung kriegt und dann kommt vielleicht ein spannendes Buch oder ein anderer spannender Mensch auf einem zu oder eigene Erfahrungen, die einem dann weitergeben. Mhm. Und das ist eben auch der Sinn dieser Lebensschule. Das tönt ein bisschen hochgestochen, wurde mir nahegelegt, aber ich finde es schlussendlich einen schönen Namen, weil ich da fünf Lebensfelder anspreche an fünf Einzeltagen, verteilt alle 2 Monate etwa. Und dann das sechste Element wäre dann eine Beratungseinheit. Und das ist geht eigentlich darum, das ist für Menschen, die wie du und ich auf dem Weg sind, die vielleicht schon Wissen haben und Erfahrungen haben oder auch Anfänger sind, das spielt keine Rolle. Und ja. Ich darf vielleicht gerade ja, mal genau. So den Titel, da haben wir es gerade eingeblendet, danke an die Regie, das ist der Informationsflyer dazu, spirituelle Lebensschule, der goldene Pfad. Und dann steht erklärend darunter, der goldene Pfad führt dich auf eine geistige Stufe der Klarheit und Wahrheit. Er ist eine Entdeckungsreise zu deinem spirituellen Potenzial und zu deiner Entfaltung. Du gewinnst nachhaltig an Kraft und neuen Möglichkeiten, erlebe Harmonie durch die integrative Verbindung der Welten. Tolle Formulierung. Mhm. Jetzt hast du gesagt, erst müssen wir vielleicht den Zuschauern noch sagen, wann und wo. Das wird bei mir im Forum Rosal stattfinden, in Niederrohrdorf. Niederrohrdorf. Genau, ja. Und wir starten im September diesen Jahres, hat schon Anmeldungen. Deswegen bitte ich, wer sich dafür interessiert, auf meiner Webseite steht alles oder ich schicke auch gerne den Flyer zu. Und es wird in einer kleinen Gruppe gearbeitet, damit eben auch, also die Gruppe, das ist auch so ein Phänomen, also viele Menschen fühlen sich auch sehr alleine auf ihrem Weg. Also erlebe ich immer wieder die Äußerungen, ja, ich fühle mich isoliert, ich kann mit niemandem darüber sprechen, ich traue mich auch nicht. Und da ist dann eben die Kraft der Gruppe, dass man eben auch Gleichgesinnte trifft, ohne dass es um einen Seelenstriptease geht oder um zu sagen, ach, ich bin schon da und da. Es geht nicht darum. Es geht darum, wirklich Grundlagen zu vermitteln, Übungen zu vermitteln, Anregungen zu geben, niederschwellig, genau. Das ist ja in 5 bzw. 6 Thematiken aufgeteilt. Genau. Und wenn ich das gucke, Mensch sein in Zeiten der Wandlung ist das Thema. Die Anderswelt. Sein geistiges Potenzial erkennen ist der 3. Punkt. Der 4. das Kreuz mit dem Schicksal und der Berufung. Das 5. Thema ich und meine Umwelt. Das 6. persönliche Beratung. Aha. Das heißt, an diesen allgemeinen Teile der Lebensschule, wo ich sag mal, ja, Grundbegriffe vermittelt, hört sich auch blöd an. Aber die Menschen wissen, was ich meine, wo diese Grundthematiken der spirituellen Welt vermittelt werden. Und hier, liebe Zuschauer, geht es auch nicht um Hokuspokus. Da geht es auch nicht um Kartenlegen oder um Pendeln oder um sonst irgendeinen Kram, sondern es geht darum, wer wir sind, was wir sind und woher wir kommen. Und nur, was steht auf meiner Website als Zaubersatz, ich muss, um hier zu agieren, muss ich die Vergangenheit kennen. Wenn ich nicht weiß, was vor mir war, werde ich viele Dinge nicht verstehen, die wir heute machen. Weil alles, was wir heute machen, resultiert aus was? Aus Erfahrungen aus der Vergangenheit. Sonst würden wir keine Autos bauen wie heute, wenn wir nicht wussten, warum wir die alten verbessert haben. Also, ich muss immer mal zurückschauen, um zu wissen, wo kommt's her und was ist da gelaufen. Und das ist da ganz wichtig. Und wenn Sie die Stufen mitgemacht haben, wo die allgemeinen Thematiken erklärt werden, dann gibt es am Schluss, wenn es richtig versteht, dann im letzten Teil hat jeder, der, ich sag mal, Lehrgangs- oder Kursteilnehmer, die Möglichkeit dann ein persönliches Gespräch, wo seine persönlichen Thematiken noch mit dem Erlernten und Erlebten. Genau, also wir auch eine Umschau machen und schauen, wie konnte es integrieren, auch persönliche Themen zur Sprache kommen können. Und so weiter, ja, genau. Mhm. Also da ist das Feld ziemlich offen. Ja. Und wie lange ist es, wenn das, ist es mehrere das Tage? Das sind 5 Einzeltage, immer an einem Samstag. Ah, okay. Oh, genau. Und von wie viel bis wie viel Uhr? Oh, das steht alles drauf. Sind jetzt Details. Also so, dass man gut anreisen kann und auch zu einer guten Zeit. Die Schulungstage stehen drauf. Genau, ist alles drin. Alle 5, genau.
nicht hier im steht's. Kopf, genau. Von 10 bis 12.30 Uhr und genau. Von 14 bis 17.30 Uhr. Genau. Also, kann man schaffen. Kann man schaffen, genau. Kann man schaffen. Und im Forum Rossal in Oberrodorf haben wir gesagt, findet es statt. Ich möchte den Zuschauern auch noch einmal die Webseite zeigen. Wenn Sie die Nadja Hetten auf ihrer Webseite besuchen wollen, dann sieht die so aus, wie wir sie da zeigen. www.forum-rosal.ch. Auf der Seite finden Sie auch natürlich alle Veranstaltungen. Viel Beschrieb, viel Information. Wann was gemacht wird, aktuelle Informationen, die spirituellen Abende und so weiter. Aha, am 27. April übrigens ist die Nadja Hetten bei uns in der Sendung. Und so weiter und so weiter. Viel Infos, wie gesagt, für alle die Zuschauer, die nicht über Internet verfügen, trotzdem an einem Abend oder an dieser Lebensschule teilnehmen wollen. Deswegen blende ich immer die Telefonnummern ein. Sie dürfen natürlich gerne die Nadja Hetten anrufen und dann sich Beratungstermine oder weitere Informationen zu den Veranstaltungen gerne geben lassen oder sich natürlich anmelden. Nadja, wir schaffen es kaum noch, wir haben jetzt gerade noch 5 Minuten, aber ich hatte noch eine zweite E-Mail und die möchte ich zumindest noch einmal kurz uns auf den Monitor holen. Sie ist wesentlich länger wie die erste, ich weiß gar nicht, ob wir sie ganz lesen können, aber es war eine interessante Thematik drin und die möchte ich mal noch kurz angehen. Da schreibt auch eine Zuschauerin was, glaube ich, gell? Muss ich genau, die Christiane. Ja, eine Zuschauerin. Die schreibt uns, liebe Nadja, für deine Begleitung möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Sie hat mir auf vielen Ebenen etwas in Bewegung gesetzt und vor allem meine Selbstheilungskräfte aktiviert. Für mich war ein Schlüsselerlebnis, war der Einblick in frühere Inkarnationen bis hin zu Atlantis. Endlich konnte ich erkennen, wie dadurch mein Leben seit meiner frühen Jugend beeinflusst worden ist. Diese Erkenntnisse konnten vieles klären und Schmerz und Leid lindern und heilen. Es war mir möglich, das Warum zu verstehen, zum Beispiel meine angeborene Opferrolle, ich bin eh immer an allem schuld, meine gut überspielte Unsicherheit, mein stressbedingtes ADHS und so weiter. Ich war nie authentisch und befürchtete ständig, von meinen Mitmenschen entlarvt zu werden. Durch deine Innenschau hast du gesehen, dass karmisch vor allem meine linke Körperhälfte geschwächt ist. Seit meiner Jugend hatte ich Beschwerden fast ausschließlich auf der linken Körperseite. Angesprochen hast du insbesondere die Hüftregion, womit ich vorher gar nichts anfangen konnte, bis dann Ende 2014 im MRI. Das ist ein Röntgen, ja. Ah, okay. Mhm. Wie aus heiterem Himmel eine Hüftgelenk-Kopf-Nekrose festgestellt wurde, die mich stark behinderte. Für Februar 2015 war der Einsatz eines künstlichen Gelenkes vorgesehen. Im Januar habe ich bei dir 2 Heilbehandlungen erhalten, während derer du aufgrund der Innenschau eine Schwermetallbelastung Blei, welche sich ans Hämoglobin anhaftet und sich unter anderem auch im Knochengewebe ablagert, als materielle Ursache der Nekrose festgestellt hast. Bereits im Frühjahr 2014 wurde in einer Klinik aufgrund einer Ausleitung mit DMPS, metallbindendes Zellat, eine Bleibelastung festgestellt. Nun bin ich dabei, gezielt meinen Körper zu entgiften, auch innerlich loszulassen. Ich muss jetzt mal ein bisschen weitergehen, schon schreibt mir die Zeit weg. Deine Behandlungen waren eine außerordentlich bereichernde ganzheitliche Erfahrung, wie ich sie während meiner unzähligen schulmedizinischen und alternativen Therapien über Jahre hinweg nie erlebt hatte. Mein Leben ist insgesamt friedvoller geworden und ich sehe hoffnungsvoll in die Zukunft. Ich freue mich, dir nach dieser intensiven Zeit weiterhin begegnen zu dürfen. So danke ich an den spirituellen Abenden im Forum Rossal die nötige Kraft, Zuversicht und Mut auf den Weg. Das ist wunderbar. Herzlich, Christine Verendet. Ja, also das Wesentliche bei ihr ist ja dann, dass die Operation hinfällig wurde, weil die Nekrose, also das Ödem ging zurück und die Nekrose sah auch besser aus. Mhm. Und der Arzt fragte dann, ja, was sie gemacht habe, der Operateur, und sie erzählte dann, sie sei bei mir gewesen. Aber auf jeden Fall, die Heilbehandlungen haben ihr Schmerzen gelindert. Also ich habe dort effektiv Belastungen aus einem früheren Leben gesehen und daran wurde gearbeitet, genau. Mhm. Alles spielt mit in unser Leben hinein. Genau. Alles ist das, was gelöst werden möchte, ist halt im Körper gespeichert und kommt dann, wenn man es vorher noch nicht lösen konnte, kommt es dann raus. Quasi als Hilfe, quasi die Seele bringt
Also der Körper bringt die Seele ins Sichtbare. Ja, unsere Sendung rennt dem Ende entgegen. Vielen Dank für deinen Besuch, Nadja. War wieder ganz interessant und sehr spannend für unsere Zuschauer. Dankeschön. Ihnen, liebe Zuschauer, wie ich das immer mache, so am Ende der Sendung, ich höre ja viele Dinge auf diesem Stuhl und sehe viele Sachen durch meinen Job. Und immer wieder, muss ich sagen, habe ich tolle Nachrichten von Menschen, die den Mut sich gefasst haben, mal einen anderen Weg zu gehen und sich mal mit den Dingen zu beschäftigen, die uns nicht jeden Tag in den Medien, in den Zeitschriften begegnen. Weil, sind wir doch mal ehrlich, wer von uns und die alle, die zuschauen, vielleicht mehr und viele andere, hat denn schon mal von den Themen was erfahren? Das wird ja alles so als Blödsinn abgetan. Aber Sie sehen die Konsequenzen und je schneller Sie agieren,